Wunschliste. Waldkrieger. Comics, DVD. Käferhotel. Hey Spider Baby, I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place. Den Schrank könnte ich mal schließen. Trophäe, Walkie-Talkie, DVDs, Comics. Lieblingsbuch. Was sagt er zu dem Flyer? Man, I wanted to go to that. But Dad had to watch the playoffs. Super Comic Laden. Spielzeug, Comics und Spieleangebot 10 bis 50% Rabatt. Super Comic Laden. Erst über 2. Dezember. Okay, also die Karte habe ich zusammengebastelt, aber ich kann sie irgendwie nicht mitnehmen. Schade. Ich dachte, ich könnte sie jetzt mitnehmen. Werfen wir jetzt eigentlich besser? Yeah. He shoots. He scores. Ah. Sehr schön. Ansehen. What kind of a Viking would I be? Ralf der Wikinger. Nee, Feuerwerkskörper. Ich suche wirklich jetzt. Erst meine Nase jucken. Irgendwas. Stifte oder so. Hier, das ist der Basketball. Das ist. I hope the Flying Fortress is safe after the snowstorm. Ja, bestimmt. Dad, you sleeping? Jane. Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad. It's just me, Chris. Whoa, whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No, I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Gee, that's a lot of beer. No. Yeah. Dad had a party for the game. Really? I didn't see any cars in the driveway or people. Must have been a good game. Anyway, how are you, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? Just hanging out playing video games. You boys and your video games. You should play games outside like we used to. Like your dad used to. Oh, I know. I'm old. But I did see you clearing that snow off the front porch. So good of you.
Actually, I was going for a nice walk and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? Oh, yeah. Dad just tripped and fell. But he's okay. That sounded like some fall. You sure he's okay? Uh-huh. He got all excited about the game. And he tripped over the table. I swear. Well, don't swear for your dad, honey. Leave that to him. Must be some game. I hope you have something else planned for today. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son, right? Oh, my dad wants to, but he's super busy today. Too busy on a Saturday to help you with the treehouse? Yeah, he's tired from work and stuff. Plus, he's got to support his team. Maybe he should support his son instead. There's always another game, right? Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Steven about this, and we'll be back to chat with your father. Wait. You don't... Please. Listen, I'm not trying to hurt you, okay? We want to help. You're not in trouble. You haven't done anything. Just stay put, and we'll come by in a little bit. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have, huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, every time you talk... Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! Fortsetzung folgt. Ach, das war's schon. So Mist, das haben wir ja gar nicht alles gemacht.
Ja, liebe Leute, das war The Awesome Adventures Captain Spirit. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber irgendwie, ich wusste ja nicht, dass wir jetzt den Vater wecken. Also, wenn wir den Vater wecken, dass es dann vorbei ist. Auf Fortsetzung folgt, kommt dann noch was? Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt nur so eine kleine Geschichte als Vorgeschmack für Life is Strange 2. Aber scheinbar wollen die das wirklich noch fortsetzen. Also da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Geschichte. Und ich lasse hier einfach mal die Credits durchlaufen, weil nach den Credits kam in der Regel immer irgendwas. War bei Life is Strange und Before the Storm auch so.
Gott, wie lange dauert denn das hier noch? Ich gehe mal auf Verlassen, wenn es okay ist. Es dauert mir irgendwie gerade zu lange. Okay, das war das. Haben wir leider nicht alles geschafft. Fortfahren. Wiedersehen mit Chris in Life Strange 2. Ah, interessant. Da bin ich mal gespannt. Hauptmenü. Deshalb auch Fortsetzung folgt. Na komm, ich will nur ins Hauptmenü, meine Lieben. Mal gucken, was es da noch gibt. Ladescreen, Ladescreen. So, gibt's hier noch irgendwas außer Optionen? Extras hier. Mitwirkender, okay. Dokumentengalerie. Ach, okay, das sind alle Dokumente, die es so im Spiel gibt. Ja, ist cool. Captain Spirit. Ah, das wäre die Lösung gewesen, okay. Superheroes. Haben wir das gesehen? Da du mein ganzes. Ah, ja, genau. Das war das mit der Mutter. Die ist Santa. Ralf der Wikinger. Pizza. Die Dinger. Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Das auch. Das. Ja. Was war das? Ja, das war der Brief von Oma und Opa. Das war die Einkaufsliste, wo wir noch Eiscreme dazu gemacht haben. Das war das Zugbuch. Der Comic. Die Internetzeit haben wir auch komplett angeguckt. Ja, also dokumententechnisch haben wir uns alles angeguckt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt mit Captain Spirit war, weil es stand da, Fortsetzung folgt. Ich weiß nicht, ob noch was kommen wird. Auf jeden Fall werden wir Chris in Life Strange 2 wiedersehen. Und was ich ja auch Let's Playen werde, von daher alles gut. Und in diesem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, bis dahin, Leute, und tschö, tschö.